Hier ist Dora von Doras Corner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich wollte euch gerne zeigen, dass nicht nur die Adventsstädtchen mein Lieblingsthema oder meine Lieblingsprodukte gerade sind, wie in dem letzten Video gezeigt. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, ich verlinke euch das hier mal oben. Das ist das Video für den gemeinsamen Videohop mit Team Stempelvisa gewesen. Und ja, es gibt tatsächlich aktuell in den Katalogen noch andere Produkte, die mich total begeistern. Unter anderem sind das diese Stanzen, Tannenwald. Und die wende ich in Kombination mit dem Embossing-Folder Nadelwald. Das ist dieser hier. Das ist wirklich sehr detailliert, sehr schön. Das werden wir gleich sehen. Und was ich damit machen möchte, ich möchte mit euch drei weihnachtliche Karten machen, die quasi auf einen Schlag gemacht werden. Das heißt, also da wird es ein gemeinsames Thema geben und es werden die gleichen Produkte verwendet. Allerdings die Zusammenstellung ist ein bisschen anders. Damit unterscheiden sie sich dann natürlich voneinander. Ich habe hier noch ein paar Produkte ausgelegt, die ich euch gleich nochmal vorstellen werde. Ich arbeite hier mit einem Stempelset Weihnachtliche Grüße. Das eignet sich wirklich hervorragend für solche Karten aktuell und ich mag die Sprüche, die sind also neu bei Stamping Up. Normalerweise gehört zu den beiden, jetzt wenn man die Serie so betrachtet, dieses Stempelset, das werde ich allerdings heute nicht verwenden. Ich wollte euch das nur vollständigkeitshalber zeigen kurz. Genau, also das Wichtigste, was wir heute brauchen, ist, darauf will ich doch mal kurz eingehen, sind solche Metallic-Folien. Und zwar könnt ihr aktuell unfassbar viele davon überall bekommen. Das ist recht in im Moment. Und ich habe hier einmal die Matt Metallic Folien. Die gibt es in so großen Bögen, 12×12 Inch, mit drei verschiedenen Farben. Allerdings, die gehört nicht dazu. Ihr könnt zum Beispiel auch das Glitzerpapier im Regenbogenfarben, so Ombre-Effekt bei uns bekommen. Da könnt ihr im Prinzip, wenn es aus so einem Multipack Farben euch immer so Streifen ausschneiden und bestimmte dann auswählen für eure Projekte. Oder es gibt noch mal in dem Mini-Katalog Metallic Folienpapier in Rot und Grün, also noch passender zu Weihnachten. Ich habe mich jetzt hier entschieden für diese drei. Und ihr braucht also, wenn ihr jetzt die Farben für euer Projekt wählt, am besten zwei, die recht ruhig und mehr zueinander oder mehr Schattierung voneinander sind und dann eine knallige Farbe. Das wird dann den richtigen Effekt erzeugen, den wir brauchen. So, den Rest, das werden wir gleich nochmal, wenn wir zu den einzelnen Schritten kommen, durchgehen. Und ich würde sagen, lass uns jetzt einfach loslegen. So, ihr braucht als erstes drei ganz normale klassische DIN C6 Basiskarten. Ich habe mich jetzt entschieden, die halt eben so nach oben öffnen zu lassen, alle drei. Und dann braucht ihr auch drei Auflagekarten. Hier sind vier, weil wir natürlich noch ein bisschen Papier darüber hinaus brauchen. Und zwar alle diese drei nehmt ihr euch am besten mit einer wasserfesten Unterlage. Wir fangen mal damit an, die ein bisschen zu verschönern. Das wird jetzt nicht viel sein, das werden nur ein paar leichte Spritzer sein, aber die werden unsere Karte ein bisschen auflockern. Und da nehme ich einmal die Farbe Wassermelone, passend zu meinem Papier. Da müsst ihr gucken, dass das mit eurem matcht, je nachdem, was ihr euch da ausgesucht habt. Und jetzt die zweite, das ist jetzt hier Memento. Und hier habe ich einen Wasserpinsel, den ich auch noch brauche. Und am besten hier in so einen Acrylblock. Da tuckt ihr euch so ein ganz bisschen von der Farbe. Ihr könnt das dann verdünnen. Ein ganz bisschen Wasser einfach so drauf spritzen. Und dann nehmt ihr euch diesen Pinsel und tropft da ganz sanft einfach auf die Karten. Mhm.
Also einige von diesen Pünktchen oder von diesen Tropfen werden bedeckt und das soll ja noch nicht zu viel sein. Aber ich denke mal, so ist das prima. So, das gleiche macht ihr auch mit Schwarz. Ja, erstmal schön den Pinsel sauber machen, den Acrylblock. Und wie gesagt, das gleiche mit Schwarz. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Man muss nicht diese schwarzen Punkte hier machen. Man kann auch hinterher schwarze Accessoires benutzen, wie zum Beispiel so Glitzersteine. Das ist dann auch immer ganz toll. Allerdings habe ich die gar nicht mehr. Und Stampin' Up! Hat die auch momentan nicht so, wie ich die gerne hätte. Und deshalb habe ich mich entschieden, jetzt einfach ein paar schwarze Tropfen drauf zu packen. Und wir werden später Accessoires, also Glitzersteine, passend zu meinen Folien, so in so einem bräunlichen Ton dann benutzen. So, das ist einmal die Spritzarbeit sozusagen. Das trocknen wir uns mal eben ganz kurz, damit uns das nicht verwischt. Und dann werden wir mit diesen Auflagen gleich arbeiten. Perfekt. Ich nehme mir sie hier ganz vorsichtig runter, weil auf meiner wasserfesten Unterlage hier sich noch Tropfen befinden, möchte ich das natürlich hier erstmal abwischen. So, was machen wir damit? Jeder dieser Auflagen hat eine besondere Bedeutung. Wir nehmen uns die erste davon, zum Beispiel die, also die vielleicht ein bisschen mehr diese farblichen Akzente im oberen Bereich hat, und packen die in den Embossing-Folder. Also so wie wir die jetzt hier halten, die wird ja auch so auf die Karte gelegt. Und so müssen auch natürlich auch die Bäume dann entsprechend ausgerichtet werden. Ich gucke mal eben, was mir hier so von dieser doch breiten Reihe an Bäumen am besten gefällt. Also hier ist das höchste. Ich würde mein Stück Papier einfach hier irgendwo rauflegen und zumachen. Und das zieht ihr einmal durch euer Big Shot oder was auch immer für Stanzmaschine ihr habt, die auch dann halt embossed, einmal durch. So, das Ergebnis schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Sieht so aus. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auf weiß erkennen könnt, aber das ist wunderschön geprägt. Ja, es ist einfach toll. Einmal nach außen und einmal nach innen. Von der anderen Seite sieht man das auch. Also ich finde das genial. Das werdet ihr noch schöner wahrscheinlich finden, genauso wie ich auf diesem Folienpapier. Aber wir machen der Reihe nach. Das ist nämlich Vorbereitung für die erste Karte. Die zweite Karte, da nehmen wir uns mal dieses. Und für die dritte Karte machen wir uns ein Label daraus. Und dazu nehme ich, also da könnt ihr natürlich variieren, aber ich mag das ganz gerne. Das ist von dem So hübsch bestickt heißen die. Ja, da gibt es noch mehr und die verwende ich wirklich sehr oft. Das ist recht universell und da brauchen wir auch einmal, ja, so ein Label. Und wo wir schon bei Labels sind, mache ich genau das gleiche, allerdings ohne den Spritzer aus meinen bereits vorbereiteten Farbkarton einfach nochmal so einteilen. So, das brauchen wir nämlich für die zweite Karte. So, jetzt nehmen wir uns, wo wir jetzt schon bei Auflagen sind, unser Folienpapier vor. Da müsst ihr euch nur für die eine Farbe entscheiden. Ich entscheide mich für dieses mehr so Champagner. Das würde ich sagen, ist mehr so Karamell oder so. Ich nehme jetzt die. Die hat ja die gleiche Größe wie die Auflagekarte. Grundsätzlich für so DIN C6 Basis ist. Also ich nehme dann immer so 2 mm vom Rand sind sie immer kleiner als die Karte selbst. Und das machen wir genauso wie die erste Karte oder Auflage. Wir prägen das. Und da würde ich sogar die gleiche Ausrichtung machen.
und zwar auch vom Rand, gar nicht hier rein, sondern von hier, die genauso wie die weiße eben gerade reinlegen und einmal durch die Big Shot ziehen. So, und hier kommt das Ergebnis und schaut euch das mal an. Also das finde ich ja richtig, richtig toll. Hier sieht man nochmal, wie toll die Prägung ist. Ja, das ist genau das, was wir für unsere Karte brauchen. Mit dem Embossing-Folder sind wir an dieser Stelle durch. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Was wir jetzt machen, ist das einmal zuschneiden. Denn das werden wir für zwei von den Karten benutzen. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir noch eine Auflage haben ohne, also eine vierte, weil ich nämlich aus der einen die Labels gestanzt habe. Und hier brauchen wir für die dritte Karte tatsächlich eine ohne alles. Dann kommt das bespritzte Label dazu, hier das unbespritzte Label, und das schneiden wir uns ein bisschen zu, wie ich gerade sagte. Dazu nehme ich eine kleine Schneidemaschine und schaue, dass ich hier, also ich würde hier das hier nochmal abschneiden, weil das gefällt mir hier nicht, das endet hier so ein bisschen im Nichts. Ich würde das hier so zu diesem ersten Baum essen mal wegschneiden, damit wir da so einen schönen, sauberen Abschluss haben. Und jetzt würde ich ganz einfach so Pi mal Daumen, ich mache Pi mal Daumen, aber trotzdem würde ich so ungefähr 3,5 cm hier das abschneiden. Oder 1,5 Inch, das ist auch okay. Genau, dann habe ich also diese beiden. Und schaue, ob die von der Länge wie meine Auflagekarte sind. Also müssten sie sein, aber manchmal bei der Prägung ziehen sie sich noch so ein bisschen lang. Also je nachdem, wie das Papier flexibel ist. Aber ich glaube, das gefällt mir schon ganz gut. Und die werden wir hierfür benutzen, also für die dritte Karte. Also ich baue das schon hier so langsam auf, ne? Ihr seht das. So, was wir jetzt machen, ist total spannend. Wir nehmen uns also unsere zwei restlichen Folienpapiere. Und hier könnt ihr sehen, das sind so Bögen mit doppelseitigem Kleber. Und wenn ich viele Elemente habe, die filigran sind, die ich später aufkleben möchte und ich sag mal so, keine Lust habe, den Tombow so präzise drauf zu packen. Natürlich gibt es ja auch den Präzisionskleber, keine Frage. Aber viel einfacher ist es, wenn man diese Elemente wie einen Aufkleber einfach drauf setzen kann auf die Objekte. Das geht schneller. Und das möchte ich einmal mit euch machen. Das mache ich so, also was wir hier brauchen, sind ein paar Tannenbäume. Und die sind aus den Stanzelementen hier Tannenwald. Und das ist einmal dieses dicke oder dieser dicke Baum und dieser kleine. Mehr brauchen wir hier tatsächlich nicht. Und ich muss mal überlegen, ich brauche schon einige. Deshalb würde ich jetzt in meinem Fall tatsächlich komplett dieses Glitzerpapier mit dem doppelseitigen Klebesheet, sage ich mal, bekleben. Und dazu schneide ich mir hier einfach dieses passende oder dieses benötigte Stück ab. Und das mache ich hier auch. Und werde hier mit den beiden gleich arbeiten. Wir fangen mal mit diesen bunten an. Was macht ihr jetzt? Ihr nehmt einmal diese Schutzschicht ab, dann klebt ihr euch das hier einmal hier auf das Papier, Glitzerpapier auf. Ja, das war's erstmal. Da werden wir uns gleich die Tannenbäumchen draufstanzen. Und das gleiche macht ihr hier
einmal weg und einmal drauf. Hat jetzt meine Hand gezittert? Nein. So, wir fangen doch einfach mal mit diesem Karamell, wie ich das genannt habe, an. Offiziell heißt das aber ein bisschen anders. Das schreibe ich euch dann nochmal am Anfang. Und ihr könnt natürlich auch alle Produkte unten in der Infobox finden, die sind verlinkt. Und ja, ich bin die unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin und wenn ihr noch keinen Demonstrator habt, könnt ihr diese Produkte natürlich gerne bei mir beziehen. Hier kommt die Adresse zu meinem Online-Shop, da könnt ihr euch die aktuellen Sachen immer anschauen und gerne auch erwerben. Ja, jetzt fangen wir mal mit dem Stanzen an. Ich werde jetzt zwei von den großen Bäumen und zwei von den kleinen Bäumen hier auf diesem Stück Papier ausschneiden. Ich wollte euch das mal eben zeigen, natürlich bei so etwas dickerem Papier, weil wir jetzt auch noch eine Lage so ein bisschen draufgepackt haben. Es ist wichtig, dass ihr vielleicht dann nochmal hin und her in eure Big Shop, ihr nach Druck reingeht, damit wirklich die beiden Lagen oder Schichten ausgestanzt sind. Ja, und dann nehmt ihr euch das Motiv dann entsprechend hier von der Stanze ab. Das machen wir gleich noch sauber, aber ich mache jetzt weiter, wie gerade erwähnt. So, und da kommt das letzte Stück. Ein perfekter Tannenbaum. So. Jetzt brauchen wir die gleichen Bäumchen. Allerdings stanzen wir uns diese in unserem bunten Papier, in meinem Fall dieses fast Magenta. Und da brauchen wir zwei kleine und einen großen. So, ich bin mit der Stanzarbeit fertig. Wie ihr seht, sind die Elemente da. Die können noch, müssen aber nicht sauber gemacht werden, im Sinne dieser ganzen kleinen Elemente dazwischen. Die kann man jetzt hier rausschieben. Das ist nicht so einfach gerade, weil wir natürlich diese Folie hinten haben, die das Ganze verhindert sozusagen, weil an diesen kleinen Stellen ist das nicht immer, zumindest die Folie, die wir drauf geklebt haben, nicht immer hundertprozentig, doch eigentlich schon, aber es ist aufwendig und deshalb würde ich das erstmal lassen, weil wenn wir das abziehen von diesem, wie beim Aufkleber, ja, von dieser unteren Schicht, dann wird das schon funktionieren, dass wir diese kleinen Elemente rausschieben, weil ich mag die nicht, wenn sie da drauf sind. Also ich mag diese Freiräume dazwischen, also das meinte ich, ne? Diese, dass man das sauber macht, das mag ich schon lieber. Aber das werdet ihr sehen, da müsst ihr selber entscheiden, wie ihr das lieber habt und ob ihr das vorher sauber macht oder später. Genau, ne? In den Stanzen sind jetzt hier auch ein paar Elemente drin. Ihr könnt ja so ein Werkzeug benutzen, um sich diese hier rauszuschieben, um eure Stanze dann wieder sauber zu lagern. So, das mache ich jetzt aber nicht, weil es ist alles Zeitverschwendung gerade, weil mein Video wird wieder viel zu lang. Was wir jetzt machen, wir lassen diese Bäumchen hier einfach kurz auf uns warten. Das, was natürlich immer entscheidend ist bei den Karten, sind Sprüche. Und wie ich vorhin erwähnt habe, ich habe mich jetzt hier für diese weihnachtlichen Grüße entschieden. Und da werde ich einfach drei verschiedene einfach mal stempeln. Und zwar, ich liebe das auf dem schwarzen Papier und weiß embossed. Und das mache ich jetzt mal eben ein bisschen beschleunigt. Ihr könnt gerne hier ganz bisschen zugucken. Aber grundsätzlich wisst ihr, glaube ich, wie es geht. Ich mache das in einem Schnelldurchlauf. Mache hier einmal Embossing Body, um die Statik ein bisschen wegzunehmen. Versamark und euer Stempelblock. Auf dem Stempelblock entsprechend den Spruch draufpacken. Hier schon mal an der Seite ein Auffangbehälter. Ich nehme immer diese großen Kaffeefilter und euer Erhitzungsgerät vorbereiten. Und natürlich die Embossing, das den Pulver selbst. Und das ist in meinem Fall ein deckender. Und dann könnt ihr schon loslegen und euch drei dieser Sprüche, wie ich die gerade ausgesucht habe,
schon mal stempeln. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. So, da bin ich wieder. Die drei Labels sind embossed, gestempelt embossed. Und ich nehme das mal eben kurz an die Seite, das stört mich gerade hier. Meine ganzen Stempelkissen. Genau, jetzt fragt ihr euch, warum ich die vielleicht so großzügig hier geschnitten habe. Die müssen wir natürlich noch in Form bringen und ja, entsprechend hier uns überlegen, welcher Spruch auf welche Karte kommt. Ich fange mal mit diesem an. Ich werde den hier mit meiner Schere oben passend hier zu dem Schriftzug ausschneiden, weil ich das gerne mag, wenn das quasi mitgeht, die Rundung, unten hier flach abschneiden. Und da mache ich zwei so Fähnchen draus. Das mache ich mal eben auch ein bisschen beschleunigt, weil das kriegt doch jeder hin. So, ich bin wieder zurück. Also ihr hattet gesehen, das habe ich schön mit Schere also ausgeschnitten. Ich finde, das ist echt mein Lieblingsspruch. Sieht sehr schön aus, hier einmal mit diesen Blockbuchstaben und einmal hier so ein bisschen Schönschrift. Da habe ich mich entschieden, hier, naja, meine Schere ist ein bisschen stumpf. Ich habe jetzt schon neue in meinem Warenkorb von Stamping Up, weil die hat es einfach ihre Zeit gehabt, aber ich brauche jetzt eine neue. Genau, also was wollte ich sagen? Ja, die finde ich schön mit der Schönschrift. Und die kommt auf diese Karte. Jetzt habe ich hier gedacht, das nehmen wir mal hier. Das hatte ich, diese kleinen Teilchen, dadurch, dass wir jetzt die als Aufkleber gemacht haben, kleben sie natürlich überall und ärgern mich hier. Ja. Versuchen das mal eben kurz loszuwerden. So, genau. Hier habe ich gesagt, ich würde mir ein Fähnchen machen. Also ganz einfach hier genau frei hier reinschneiden. Ja, die Schere wieder, die nicht so scharf ist. So, genau. Ganz easy, ohne Schnickschnack. Hier habe ich bewusst ein bisschen mehr Platz rechts gelassen, weil ich da ein Bäumchen platzieren möchte. Hier, wo das Fähnchen ist, das ist jetzt nicht so wild. Hier könnt ihr ruhig das so zuschneiden, so dass der Abschluss ein bisschen ja näher ist an der Schrift. Genau. So, dann hätten wir unsere Sprüche entsprechend und ich würde jetzt sagen, lass uns einfach diese Karten jetzt zusammensetzen. Wir haben doch irgendwo hier unsere Basis gehabt und die nehmen wir uns der Reihe nach. Wir fangen hier mal rechts easy an. Dann nutze ich, um jetzt diese Auflage zu machen, ganz normal Tombow-Kleber. Ihr könnt natürlich doppelseitiges Klebeband nutzen. Ich würde da aber keine Erhöhung machen, großartig. Also das müsste schon so ein, ja, habe ich das hier? Zum Beispiel so ein Abreißklebeband sein oder sowas in der Art. Das, also dieser muss natürlich gut haften. Aber Tombow geht ja auch immer. Und was ich jetzt mache, ist ganz klassisch. Hier einfach das auf diese Karte ausrichten. So sieht also der erste Schritt aus. Dann nehmt ihr euch diesen Streifen, den wir zugeschnitten haben. Und jetzt könnt ihr noch was Lustiges machen. Und zwar habe ich vor kurzem dieses Werkzeug hier entdeckt.
weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Rädchen, also das heißt Schneider-Schnittmuster. Nee, Quatsch, nicht Schneider, das ist Schneider-Schnittmuster-Rad. Das benutzt man auch gerne für Leder und sowas alles. Und ich nehme das, um die Ränder hier ein bisschen schicker zu machen und gehe einmal mit diesem Rad entlang meines Lineals, das ich vorher anlege, hier. Und dazu, das sind so circa, ich weiß nicht, 2 mm vielleicht. Wenn ihr das präziser macht, sprich nicht wie ich eben gerade hier vom Pfad abgekommen seid oder dass ihr das so schafft, dann sieht das hier oben dann so aus. Dann habt ihr so kleine Prägung hier, was ihr selber gemacht. Und das finde ich richtig hübsch, wenn ihr das mögt. Wie gesagt, Schneider-Schnittmusterrad, ein kleiner Tipp dazu. Und jetzt nehmt ihr euch diesen Streifen und klebt den auf diese Auflage quasi mit dem entsprechend hier schon gemachten Abstand einfach oben drauf. Und das mache ich auch mit dem Tombow-Kleber, meinen sozusagen Vertrauenskleber. So sieht das aus. Und jetzt kommen wir zu den Tannenbäumchen. Ihr nehmt euch ein von diesen knallbunten. Ich nehme also hier mein pinkes Teil. Und dann zieht ihr diese Schutzfolie, seht ihr, wie beim Aufkleber. Jetzt kommt das, was ich meinte. Wir müssen das nicht sauber machen, vielleicht, weil das hier so abgeht. Und ja, es geht ab. Es gibt vielleicht noch die eine oder andere kleine Stelle, die noch hier rausgedruckt werden muss. Das macht ihr dann mit eurem irgendwie Hilfswerkzeug, wie zum Beispiel diese Aufhebhelfer. Und dann würde ich jetzt einfach mit Pinzette arbeiten, das Teilchen hier positionieren, die Stelle hier dafür auswählen und ich sag mal hier ein bisschen höher lege ich das parallel zu dieser Linie hier einfach mittig rein. Das Motiv oder diese Stimmung hier, die ich hier erzeuge, die ergibt sich gleich. Die macht vielleicht jetzt noch gar keinen Sinn. Das Gleiche macht ihr also mit diesen breiten Bäumchen, den wir auch schon vorbereitet hatten. Und da zieht ihr auch das entsprechend ab und seht ihr, wie das schön abgeht. Also da muss man tatsächlich nichts vorher sauber machen. So. Und zack. Das ist wirklich eine super schnelle Möglichkeit, da einfach gut voranzukommen, ohne dass man sich mit diesem Tombow-Kleber da zu sehr beschäftigen muss. Zack. Und schon ist das Teil auch oben drauf. Und jetzt haben wir noch unser Label. Das würde ich sehr gerne etwas angehoben hier so positionieren, dass das in dieses Bäumchen so ein bisschen reinragt. Ich gucke gerade vielleicht sogar so ein bisschen verdeckt, also auf der Höhe oder auf der. Da könnt ihr mal selber schauen, was euch besser gefällt. Bevor ich das tue, würde ich ein Stück von diesem passend zu meinen Bäumchen, da müsst ihr mal schauen, welche Farbe ihr jetzt nehmt und ob euch da irgendeine Farbe zusagt von euren Bändern. Und die könnt ihr dann auch mit einarbeiten. Ich tue das, weil ich das gerne mag, wenn sich die Farbe irgendwo wiederholt. Genau, dann nehme ich auch ein bisschen Feuerzeug und schmelze das hier ein, damit mir die Ränder da gleich nicht aufgehen. Darf nur nicht zu lange dran gehalten werden, weil dann schmilzt das und wird es auch schwarz. Das ist auch nicht schön. Genau. Ich würde das schon vorher aufkleben. Mein Problem ist, dass sich mein Band so ein bisschen nach oben wölbt. Also ist nicht so ganz gerade, aber das kriege ich gleich hin. Dann nehme ich einfach genau dieses doppelseitige Klebeband. Am besten in der gleichen Länge. Schneide mir das hier einfach mal ab. Und
lege das hier einfach, klebe das hier einfach drunter. Wenn ich da getroffen habe, das klebt natürlich jetzt ein bisschen. So, sodass mir das jetzt von der anderen Seite nicht rausguckt. Ja, so ungefähr. Das Stück kann ich abschneiden. Ja, das könnt ihr dann schön mit eurem Falzbein nochmal nachjustieren. Und jetzt würde ich hier diese Schutzfolie hier von unten von dem Klebeband abmachen, abnehmen. Zack, gefunden. Und hier auf diese Höhe, wo ihr das Label aufkleben wollt, positionieren. Was ich jetzt mache, ich gehe tatsächlich hier komplett an den Rand. Das mache ich ja bewusst. Muss nur halt eben gerade sein. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das gerade ist. 2,7. Nicht wirklich, ne? Ja, da muss ich mal eben schnell nochmal nachjustieren. Sonst ist das zu spät. Ja, auch nicht viel besser. Ja, genau. So, so ist das vielleicht ein bisschen besser. Und da würde ich einfach dieses Label einfach draufsetzen. Wisst ihr, wie ich das meine? So. Na, und das mache ich jetzt, ich muss das eben noch mal kurz abmachen, weil mir das doch noch nicht gerade genug war. Ja, damit kann ich jetzt leben. Und hier nehme ich ganz einfach Dimensionals. Das ist ja immer gut. Klebe das hier einfach drüber. Und wie ihr seht, auch hier mache ich das abschließend nicht mit der Auflage, sondern mit der Karte hier außen. So, das ist perfekt. Und sollte euch hier noch irgendwas fehlen, dass ihr sagt, mir ist das zu wenig hier ja, Bewegung darin, dann könnt ihr hier einmal noch so einen goldenen Faden nehmen. Also sofern ihr ja auch diese Farben hier verwendet. Ne? Das muss ja alles schön passen. Also zumindest finde ich das. Und dann könnt ihr ein Dimensional nehmen. Ja, sonst so eine kleine Schleife basteln. Dimensional, Dimensional. Jetzt klebt das schön an meinen Finger, macht nichts. Und das könnt ihr dann entsprechend, wie ihr das gerne mögt, hier irgendwo noch mit reinschieben. Rausgucken lassen. Entsprechend hier zuschneiden, wenn das zu lang ist. Die Dinger, die gehen ein bisschen auf, ne? Also ihr seht das, das ist jetzt schon hier aufgegangen. Aber das ist nicht schlimm, das ist sogar schön so. Und was mir jetzt hier noch auf der Karte fehlt, ist ein dezenter Abschluss. Und da würde ich, wie vorhin angedeutet, diese goldenen Akzente nochmal hier drauf packen. Das sind drei verschiedene Größen hier. Das größte habe ich gerade hier oben. Jetzt würde ich hier nochmal mittleres Steinchen nehmen und da würde ich hier irgendwo nochmal. So. Und fertig ist unsere erste Karte. Ich hoffe, die gefällt euch schon. Wir widmen uns jetzt mal der zweiten. Das wird ein bisschen einfacher, unsere Auflage. Dann kleben wir uns Auflage, unsere Basis. Dann kleben wir uns die Auflage einfach mal direkt drauf. Diese kleinen Teilchen. Ich sag euch, wenn ihr mit diesem doppelseitigen Papier arbeitet, da muss man aufpassen, dass diese kleinen ausgestanzten Elemente euch dann hinterher nicht hier überall ärgern, weil die kleben ja natürlich genauso wie die großen Objekte. So, zack.
jetzt gerade ein bisschen schnell gewesen. Entschuldigung, jetzt bin ich ja auch irgendwie, glaube ich, nicht im Bild gewesen. Ich hoffe, dass ich das ansonsten gewesen bin. So, was machen wir denn jetzt hier? Erstmal aufpassen, dass die Richtung hier stimmt. Ja, die stimmt. Dann nehmt euch bitte das große Bäumchen. Macht das Schutzpapier wieder ab. Hoffentlich macht es... Ah, klasse. Das ist richtig toll. Also das mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Mit diesem doppelseitigen Klebepapier hier arbeiten. So. Und dann guckt ihr, dass ihr das hier irgendwo unten, was ich, hier einen halben Zentimeter und von unten vielleicht 2 Zentimeter ausrichtet. Einfach direkt draufkleben. So, dann nehmt ihr euch das eine Label, was ihr vorbereitet habt. Das war jetzt dieses nackte. Und das können wir uns hier auch schon mal positionieren. Und dazu würde ich dieses restliche Stück hier in meinem Fall, also das, was hier die Symmetrie ausmacht, abmachen. Und das tatsächlich direkt plan drauflegen. Oder draufkleben, nicht legen. Legen reicht ja nicht und fliegt uns das Ding wieder weg. Zack. Nehmt ihr das mal hier und ich würde so, so ungefähr. Oh, zu hoch? Nein, passt schon. Genau, und da gucke ich, dass ich tatsächlich auch hier wieder mit dem Abschluss der Karte hier arbeite. Ah, die Präzision. So, genau. Und das Ganze ist so mehr oder weniger mit dem Baumstamm hier gleich. Das gehört nicht dazu. Das waren wieder diese kleinen Teilchen, die hier überall rumfliegen. So, einmal das. Dann nehmt ihr euch, müssen ja die Bäume hier irgendwie wegkriegen. Nehmt ihr euch das mal eben. Wieder das bunte, schrille. Und zieht wieder das Schutzpapier ab. Und jetzt kommt das einfach hier oben drauf. Ich würde sagen, tick versetzt hier nach oben. Ihr könnt euch hier vielleicht an dem Baumstamm orientieren, dass der Abschluss hier auf diesem Label landet. Und zack, das klebt ihr euch oben drauf. Und dann nehmt ihr noch dieses eine oder diesen einen Baum hier auch da abmachen, ein bisschen sauber machen. Hier sind ein paar von diesen kleinen Teilchen mehr drin stecken geblieben. Die versuchen wir gerade da noch wegzubekommen. So, und das klebt ihr euch überraschenderweise hier irgendwo lang. Leicht versetzt. Jetzt muss ich mich von diesen kleinen Teilen wieder befreien. So, so einfach drauf. Genau, jetzt macht ihr die Karte auf und schneidet euch den Rest. Ne, das kann man ja auch von unten gut machen. Einfach ab, was ihr abstellt. So, entlang der Karte, weg. So sieht der Zwischenstand aus. Jetzt nehmt ihr euch dieses tolle Label, das ihr vorher ausgestanzt habt. Und ich habe hier noch ein kleines Stück Papier, was ich irgendwo abgeschnitten hatte. Ich glaube von diesem hier. Das würde ich hier tatsächlich kurz mal ausnutzen und mit einarbeiten. Das finde ich nämlich sehr schön. Dazu würde ich wieder so ein doppelseitiges Klebeband nehmen. Guck mal, wie lang das ungefähr ist. Also das muss jetzt nicht hundertprozentig alles sein. Und dann würde ich das hier einfach irgendwo aufkleben. Vielleicht so auf der Höhe. Mal gucken, ob das reicht.
Genau. Ich hoffe, dass das jetzt gerade ist, aber da vertraue ich jetzt einfach auf mein Augenmaß, auch wenn das sehr gewagt ist. So, da klebe ich diesen Streifen drauf. Schneide ich mir ab. Ihr könnt natürlich einen frischen Streifen machen und ne, kein Recycling. Das geht natürlich alles. Ich bin hier so eine Recycling-Tante. Zumindest versuche ich das. Und dann ist das auch gerechtfertigt. So. Ich glaube, diesen oberen hätte ich mir sparen können, aber egal. Jetzt haben wir den. Und dieses hier werden wir mit Dimensionals draufkleben. Da machen wir einfach mal stumpf ein paar drauf. Hier vielleicht bei dem Abschluss auch einen sehr nah, damit uns das nicht später irgendwie da wegfliegt. Ja, ich glaube, das finde ich gut. Und hier auch noch mal das, was ich so, das ist da definitiv nichts passiert. Bevor ihr das aufklebt, da möchte ich wieder mal mit meiner Farbwiederholung arbeiten und habe mir überlegt, dass wir da eine kleine Schleife wieder setzen, allerdings nicht Gold, sondern wieder Wiederholung mit diesen Pinken hier. Und das machen wir einfach. Ich nehme mir ein Stückchen, das mache ich wirklich frei Schnauze, da muss man da nicht übertreiben. Und da würde ich einfach sowas machen. So vielleicht. Und dann nehme ich ein Dimensional. Hoffentlich klebt der hier. Genau. Und die Sachen hier zusammensetzen zu dieser einen Schleife, ja. Und jetzt kann ich die Enden nochmal so anschrägen. Das mag ich lieber. Vielleicht auch, dass sie gleich sind. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist oder vielleicht auch nicht. Ich versiegele die wieder, weil, wie gesagt, ich mag das nicht, wenn das dann später aufrubbelt. Das hat ja ein bisschen mit Qualität zu tun, die man auf jeden Fall hier bekommen möchte, dass jemand, der die Karte erhält, dass ihm diese nicht auseinanderfällt in den Händen. So, und dann würde ich das einfach hier mit einarbeiten. Und bevor ich das tue, werde ich hier auch noch von hinten ein Dimensional draufpacken. Und das vorher auf die Karte drauf zu kleben. Jetzt klebt hier alles an meinen Händen. Ist ja irre. So, das nehmen wir hier. Und ich würde das jetzt einfach mal hier irgendwo positionieren. Und auch das hier. Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich ja hier diesen Rand hier wieder so hier an der mit der Karte hier abschließen wollte. Und da könnt ihr das so ein bisschen noch zurechtschieben. Und das ist schon mal nicht schlecht. Meine Meinung nach. Jetzt nehmen wir auch wieder für den Abschluss ein paar kleine Akzente. Da nehmen wir was Großes. Da haben wir wieder diesen mittleren. Was weiß ich hier. Und ein kleines, ist das irgendwie, da ist nicht so schön. So, weiß was ich, hier. Und fertig ist unsere Karte. Wie findet ihr die? Also, ich finde die schön. So, dann widmen wir uns der dritten Karte. Und hier haben wir wieder, sorry, jetzt habe ich das verdeckt, mit diesen Elementen hier zu tun. Da fangen wir mal ganz klassisch wieder an. Ja, gucken. Oben, unten noch ist das nicht so wichtig. Die Karte hat keine Akzente im Sinne, keine Spritzer. Das ist stinknormale weiße Auflagekarte, die wir hier aber tatsächlich brauchen.
Irgendwie habe ich die Auflagen ein bisschen zu lang gemacht. Aber wie gesagt, das ist alles handmade. Und da können wir uns erlauben, dass das alles nicht hundertprozentig ist. So, einmal die Auflage. Und jetzt haben wir doch diesen Streifen hier von diesem abgeschnitten. Und hier werde ich wieder dieses Schneiderwerkzeug nehmen und mir diese Ränder hier nochmal steppen. Nenne ich das mal eben. Na, hier der Effekt nochmal zur Veranschaulichung. Und hier nehmt ihr das jetzt und klebt das einfach mit dem Tombow in der Mitte auf. Ich will mal hoffen, dass das die Mitte ist. Noch sieht das nicht so aus. Oh mein Gott. Ich bin echt duselig, was so Mitte, Ausrichtung und so betrifft. Ja, das ist jetzt, glaube ich, besser. Ja. So, einmal kurz festhalten. Genau. Was ist das denn? Da ist ein bisschen Kleber rausgekommen. Wie auch immer, wieso auch immer. Das radiere ich mir hier einmal kurz weg. Und das auch. Skandal hier. Genau. Da müsst ihr tatsächlich aufpassen, wenn der Tombow auf diese goldene Folie drauf kommt, dann ist es schwierig, ihn abzubekommen. Da hilft nicht mal so ein toller Radiergummi von Tombow, weil ja, das wirkt leicht verschmiert. So, aber wir wollen ja hier nicht darüber diskutieren, sondern wir wollen hier weitermachen. Und dann nehmt ihr euch wieder euren Farbtupfer, dieses wunderschöne hier. In meinem Fall pinkende Teil. Du kommst hier weg. Meine Pinzette suche ich noch. Und wieder einfach gucken, wo ihr das ausrichtet. Ich gehe jetzt hier so ein bisschen mehr in die Höhe. Das hat den Grund, dass ich unten ein bisschen breiter mit den Labels arbeiten möchte. Das werdet ihr gleich sehen. So. So finde ich das ganz toll. Und in der Tat fehlt mir ein Bäumchen. Entschuldigung, ich habe mich tatsächlich verzählt. Und ich würde das hier mögen, wenn wir hier mit zwei goldenen Bäumchen oder karamellfarbenen arbeiten. Und deshalb werde ich mir hier nochmal eben ganz schnell einen machen aus meinem Papier, weil ich habe ja hier noch genug davon. Das mache ich mal eben schnell. So, und da ist mein Baum, den ich vermisst habe. Diesen setze ich tatsächlich wieder hier unmittelbar neben dem ersten Baum. So, irgendwie so. Und schneide wieder diese abstehenden Äste ab, die ich hier an dieser Stelle hier nicht brauche und die mir hier rausgucken. Oh, was ist das? Da ist der Rest von meinem doppelseitigen Klebeband. Also das ist etwas, wo ich mich immer wieder hier mit umschlagen muss. Hier diese klebenden Sachen, die hier immer rumfliegen. Oh mein Mann. Aber so ist das. Ja, jetzt kleben die an der Schere, weil die natürlich doppelseitig kleben. Egal. So, wir haben jetzt schon mal diese Ebene erreicht und jetzt nehmen wir das zuvor wieder vorbereitete Label oder die Auflage für ein Label mit den Spritzern. Das werden wir hier einfach direkt auf die Karte aufkleben. Da müsst ihr mal gucken, also welche Höhe ihr da bevorzugt. Ich nehme mal eben so. Und das mache ich so, dass ich hier abschließend hier jetzt in diesem Fall links, ja, das ist nicht symmetrisch, das ist extra so ein bisschen Freestyle. Wie gesagt, ich schließe das hier ab. Wunderbar. So, jetzt haben wir dieses Teil vorbereitet. Ihr seht, das matcht ja klasse hier.
Und auch hier fehlt mir ein bisschen was Wildes und da würde ich unten auch noch mal ein bisschen Schleifchen hier drunter packen. Ich überlege, wie ich das mache. Ich nehme dazu wieder ein doppelseitiges Klebeband. Das wird jetzt ein bisschen experimentell. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, ich klebe mir das einfach erstmal schon mal hier drauf. Und auch hier werde ich das hier zuschneiden. Ja, doppelseitiges Klebeband. Einmal Schutzfolie abziehen. Jetzt wird es lustig. Jetzt nehmt ihr euch, wie gesagt, wieder so, wie ihr das farblich ausgestaltet, das, was ihr da zur Hand habt. Jo, und jetzt will ich Folgendes machen. Ich will da so ein schickes, wildes Muster machen. Ihr kennt das schon, ihr wisst, was ich meine, aber ich kann das nicht erklären. Ihr werdet das gleich sehen. Das erfordert ganz bisschen Geduld hier. Na, also ich möchte gerne, dass diese Nasen, ich nenne das mal jetzt einfach Nasen, so fortlaufend aufeinander gehen. Ja. Und dafür, vielleicht ist das einfacher, wenn man sich das so legt. Ich gehe jetzt hier auf dem Klebeband nach vorne und einmal zurück und mache hier so eine mehr oder weniger Öse. Wieder nach vorne und einmal zurück. Dazu müsste man sich eigentlich überlegen, wie viel man nach vorne geht und wie viel zurück. Und ja, ich mache das ja wieder so ein bisschen nach Gefühl. Ja, das wird vielleicht nicht hundertprozentig sein. Aber ich glaube, ausreichend für unseren Zweck. Und den Rest hier werde ich immer eben hier ein bisschen weiter abschneiden. Zack. Den möchte ich hier einmal zurück zum schönen Abschluss bekommen. So, seht ihr das? Das sieht noch nicht schön aus, das ist richtig. Weil jetzt kommt nämlich dieses Teil da drauf und legt das in die Richtung, in die wir wollen. Sollte das Band, so wie bei mir jetzt hier, recht schmal sein, dann könnte man sich, kann man sich da jetzt noch ein bisschen mit den Glue Dots helfen, indem man einfach hier einmal auf diese Rückwärtsspur das aufklebt. Ja, Rückwärtsspur, hier gleich ganz nah dran und dann zuklappt. Seht ihr das? Das ist zwar ein bisschen verschwenderisch, ne, weil man natürlich ein paar Glue Dots mehr braucht. Seht ihr das, wie ich das meine? Aber es ist eigentlich wichtig, wie das final aussieht. Und wenn ihr das schön machen wollt, dann könnt ihr das so machen. Ne, sonst gibt es die Gefahr, dass dieses Label oder dass das von diesem Label da runterrutscht und doch nicht so von der Form sein wird wie gewünscht. So. So ist das natürlich cool, ne? Wenn ihr da jetzt irgendwie eine bessere Methode habt, wie man das macht, da bin ich interessiert. Wenn ihr mir die mal verraten könntet, wäre ich euch dankbar. So, ist mir nichts Besseres eingefallen. Ich werde jetzt hier auf unseren Spruch, jetzt muss ich das ein bisschen höher machen, dass wir halt dieses Band nicht bekleben, sondern dass das so mehr so oben hält, das ein bisschen dick ist, dann schafft man das nicht mit Dimensionals, dann nochmal oben drauf, dann wird das schief und krumm sein. Das
Dann mache ich die, wie gesagt, weiter oben. Und zack. Genau. Auch ich finde, das ist richtig toll geworden. Oder? Was hält ihr davon? Ja. Ich finde das schön. Und das letzte Bäumchen, das nachgestanzte Bäumchen, setzen wir uns das hier einfach irgendwo. Ich würde das hier einfach so ein bisschen dazwischen machen. Ja. So. Wenn euch das hier jetzt ein bisschen komisch vorkommt, ja, da könnt ihr tatsächlich noch was aus den Dimensionals, ne? Hier am Rand kann man sich so sogar Streifen zuschneiden. Sowas. Und das nehmt ihr euch mal eben hier ab. Zieht diese Schutzfolie ab. Ich mag das ja nicht, wenn etwas darunter rausguckt. Deshalb bin ich halt eben so hier fein unterwegs. Und jetzt könnte man, das hätte man noch vorher machen können, hier an dem Stamm direkt darunter was legen, sodass die Ebene, diese 3D-Effekt dann aufrechterhalten bleibt. Wie gesagt, das könnt ihr machen, bevor ihr das Bäumchen draufklebt. Aber so ist das auch fein. Das wird schon nicht wegfliegen. Die Klebekraft ist da. Und zur Not kann man das auch oben drauf kleben. Dann biegt sich das ein wenig, aber ich finde das trotzdem irgendwie schön. Also auch von der Ausrichtung fehlte mir halt eben dieses letzte Bäumchen. So sieht das ein bisschen vollständiger aus für meinen Geschmack, wenn euch das zu viel ist. Weg damit. Vielleicht passt sogar ein zweites Bäumchen mit Farbe. Whatever. Ihr seid die Herren eurer Karten. Was mir hier aber allerdings noch fehlt, sind tatsächlich ein paar Akzente. Die würde ich hier noch final setzen. Sogar hier oben drauf, weil das sehe ich gerade, dass das mit dieser Karamellfarbe hier matcht. Und hier einmal und einmal vielleicht hier unten. Und wenn euch da auch noch ein bisschen was fehlt, ne? Also man kann auch übertreiben, man kann aber das auch gut finden. Das ist wirklich Frage des eigenen Empfindens, ob euch da noch was fehlt oder nicht, ob ihr hier vielleicht auch überall noch so ein goldenes Schleifchen reinsetzt. Wie gesagt, Geschmackssache. Ich weiß es selber nicht, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, weil es jetzt schon zu viel hier, zu viele Eindrücke waren, die ich euch hier mitgegeben habe. Und da überlege ich mir noch später, ob ich das so belasse. Aber ich glaube schon, ja, doch. Ja, das ist unsere letzte Karte. Und wir haben quasi mit einem oder auf einen Schlag drei Karten gemacht. Haben die Materialien mal wieder so für die anderen angewendet. Haben quasi so eine kleine Serie produziert. Und ich glaube, die lässt sich sehen und schenkt Freude für diejenigen, denen ihr diese Karte schickt. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Das ist jetzt das Projekt für heute. Ja, wenn ihr Lust habt, guckt ihr demnächst regelmäßig auf meinen Kanal. Ihr könnt mich gerne abonnieren, denn wir haben von Team Stempelwiese auch noch wieder was ganz Tolles vor. Und zwar werdet ihr demnächst wieder ein Videohop von uns sehen zum Thema Winter und Neujahr. Also seid gespannt und ich freue mich, wenn ihr mich wieder besuchen kommt. Bis dann. Tschüss.